Moin, moin, Matrosen. Herzlich willkommen zu Dead in Vinland. Wir sind am Morgen des 6. Tages und können die Arbeit neu einteilen. Wofür wir das machen, werden wir uns aber der alten Hexe hier einmal nähern. Und mit ihr sprechen und sie vielleicht irgendwie hier in unsere Reihe aufnehmen. Und ich glaube, zur Hexe schicke ich am ehesten mal unsere eigene Mysterienkundige. Hallo? Die schweigt und schläft. Okay. Sie ist wohl tot, arme alte Frau. What? Ha! Was Riesen... 8. Was Riesen 8? Ich, die Urgeborene, die mich vor Zeiten erzogen haben. Hä? 9 Welten kenne ich, 9 Äste weiß ich. In dem starken Stamm im Staub der Erde... Hä? Was? Fühlst du dich nicht wohl? Pff, wie eine alte Frau, die sich im Wald verlaufen hat. Trottel. Nein, das nicht. Es ist nur, ich meine, fühlst du dich nicht gut, Kind? Hast du zu viele Fliegen gegessen? So weit offen, wie dein Mund steht? In deinem Kopf muss es ja summen. Wenn du wieder bei Sinn bist, fühlst du dich vielleicht veranlasst, einer alten Dame vorzuschlagen, sich eurem Lager anzuschließen. Wie kannst du wissen? Ha! Ja? Was? Nichts, egal. Ja, nehmen wir die auf, die verrückte Alte, oder sie ist verrückt und nutzlos? Ich würde sie mal aufnehmen. Eine alte Dame im Wald nicht verhungern lassen. Komm, wir beschützen dich. Beschützen? Bald wirst du feststellen, dass sie meinen Schutz benötigt. Na klar, sicher. Wie lautet dein Name? Okay, egal. Die alte Frau folgt dir sehr langsam zu einem Lager, während sie sich auf ihren Gehstock stützt. Sie ist nun Teil eurer Gemeinschaft, was auch immer geschieht. Okay. Klar braucht die jetzt eine Aufgabe, aber dafür muss ich erstmal gucken, was sie denn kann. Und sie kann noch 2 Stufen aufsteigen oder eine. Kann ich das nochmal abbrechen? Dass ich überhaupt erstmal sehe, was sie kann. Und sie kann sich wohl sehr gut tarnen. Hat eine große Weisheit, eine große Intelligenz. Kann heilen, kochen, angeln und mit Tieren umgehen. Plündern. Und Ernten geht so lala und Gartenbau. Und im Kampf hat sie 7 Aktionspunkte. Kannst du den Göttern beten, für alle den Schaden erhöhen? Alle Gegner verfluchen? 2 bis 3 Trefferpunkte austeilen? Aber auf jemanden zufällig? Alle Gegner in allen Reihen mit 1 bis 2 Treffern belegen. Das ist natürlich nicht schlecht. Geht aber wahrscheinlich nicht sofort. Doch 7 Aktionspunkte. Na, geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das finde ich ehrlich gesagt doof gemacht. Dass hier in dieser Darstellung die Aktionspunkte in der unteren Reihe 5 sind. Und hier in der Darstellung sind es nur 1, 2, 3, das sind 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also sie kann das von Anfang an, kann sie alle Gegner mit 1 bis 2 Schadenspunkten belegen. Also sie ist gar keine so schlechte Kämpferin. Oh, sie ist drogenabhängig. Okay. Sie hasst Tiere. Sie ist laut. Ist eine Baumliebhaberin und zu alt, um etwas zu lernen. Na super.
Okay, ich könnte sie aus dem Lager verbannen, aber ich lasse sie jetzt erstmal aufsteigen. Also wirbelnder Stecher würde den maximalen Schaden reduzieren. Das wollen wir auf keinen Fall. Tarnung plus 10, Ruf der Kraft. Gewandter Duellant verringert den Schaden auch. Das bringt uns nichts. Ich gebe ihr mehr, 10 mehr Tarnung. So. Dann gehen wir doch erstmal hier hin. Ich glaube, wir können... Wir können jetzt doch die Anglerhütte bauen, oder? Fischerlager, weil wir wieder 2 Steine haben. Und hier kann man... Jetzt haben wir 11 Bier. Also er geht bauen. Sie geht erkunden. Dann brauchen wir jemanden, der hier Wasser herstellt. Das sieht gut aus. Und dann haben wir nicht genug Aufgaben für alle. Beziehungsweise wir könnten hier jemand Holz und Stein holen gehen. Und ich fürchte, das muss dann sie und sie machen. Das ist aber auch irgendwie blöd. Was ist, wenn ich sie Holz holen schicke? 1 bis 2 Stein, 2 bis 4 Holz. Und eine von beiden plündern 33, plündern 40. Das heißt, sie geht Holz holen. Sie geht Wasser herstellen. So, mal sehen. Herstellung 50. Wie schnell er ist. Jetzt mal das ganze Zeug verbraucht. 51, 52. Das heißt, er wird da heute noch mit fertig. Das heißt, wir können ab morgen fischen. 3,5 Liter Wasser. Nicht so ganz so das prickelndste. 3 Holz. Sie wird jetzt kotzen. 2 Steine ist doch mal was. Oh, und ein Eisen. Stärke auf 42 gestiegen und ein Stufenaufstieg. Erschöpfung 13. Verfassung plus 1. Das hilft doch alles. 5 Depressionen nur. So, wir haben den See fertig erforscht und dann entdeckt sie jetzt wahrscheinlich noch ein Dreiviertelgebiet. Dann lass mal am See schauen, was da ist. Eine treibende Truhe, die gehen wir erstmal untersuchen. Eine alte Truhe schwimmt an der Wasseroberfläche, sie ist verschlossen. Du glaubst aber, dass du sie einfach aufschlagen kannst. Okay. Gehen wir sie mal genauer untersuchen. Du ziehst die Truhe an Land, um sie zu untersuchen. In der Unterseite der Truhe sind kleine Runen eingeschnitzt. Dort steht, vergrabe mich. Ich könnte sie jetzt zum Lager zurückbringen, könnte sie öffnen oder vergraben. Ich glaube, ich bringe sie mal zum Lager. Und zwar... Darfst du sie zum Lager bringen?
Du bringst deinen schweren Schatz ins Lager zurück. Mit dem Werkzeug, das dir hier zur Verfügung steht, solltest du sie einfacher öffnen können. Jetzt kann ich aber nur wählen, schlag sie auf, okay? Du greifst deine Axt und schlägst die Truhe auf. Du legst zwar den Inhalt frei, der jetzt aber größtenteils zerbrochen ist. Ach. Du glaubst ein Flüstern aus dem Inneren zu hören, als die Axt das Holz trifft. Seltsam. Du erschauderst. Ein Panzerhandschuh, ein Kraut, 6 Holz, 2 Met. So. Muss jemand ganz dringend ausruhen? Nein. Er braucht nochmal, um das Fischerlager herzustellen. Sie geht nochmal Wasser holen. Und dann gut, ich kann die beiden Frauen mal austauschen. Dann geht sie bergbauen und die andere holt Wasser. So, das Fischerlager ist fertig. Dann können wir ab morgen angeln gehen. So, jetzt sei bitte erfolgreich. 39 plündern, 6,25 Wasser. Sehr schön. Das sollte uns irgendwie über die Nacht bringen. Waldbau plus 1, 3 Holz. Ist ziemlich K.O. Wird aber, die Verfassung steigt. Ein Stein und ein Eisen. Und da haben wir ein Level Up. 14 Erschöpfung, 3 Depressionen. So, einen halben Liter Wasser. Erkundungstalent steigt. Und sie erforscht die Weide. Und eine Begegnung. Dann testen wir doch jetzt mal die alte. So, zwei, die in unterschiedlichen Reihen stehen. Vielleicht kommt er ja vor. Aggressiver Ausfall. 4 Treffer. Okay. Das ist aber gar nicht so schlecht, weil jetzt können wir... Eins, zwei, drei, vier, fünf brauchen wir dafür. Also ich könnte zurückgehen. Und dann einmal auf alle schießen. Jeweils 2. Er beleidigt sie. Und dann will er sie hacken. 3 Treffer. So. Sie hat jetzt 5 Aktionspunkte. Kann also eine 3er und eine 2er Aktion machen. Beliebiger Gegner in der Nahkampfreihe, beliebiger Gegner in der Nahkampfreihe. 2 bis 3, 1 bis 3. Drei Treffer. Und nochmal 3 Treffer. Sehr schön. So, Madame. 1 bis 2 Treffer auf alle. Oder für 3. Achso, das macht keinen Schaden. Zufällige Gegner in Nahkampfreihe. Einen gegrillt. Machen wir das nochmal. Kritischer Treffer. 3.
Ach, jetzt kann sie noch was machen. Dann hebt sie sich noch einen auf. Oh, jetzt ist er erst an dritter Stelle dran. Vielleicht schaffen wir es ja da, ihn zu grillen. Vier. Und dann könnte ich den noch machen. Ja, gezielter Schuss. Zwei. Bleiben noch drei. Kannst ihn nur noch verfluchen. Ach, und dabei ist sie vorgegangen. Das war mir nicht klar. Gut, jetzt muss sie finishen. Wow. Nice. Aber Kari hat was abgekriegt. Nichts wirklich Tolles war in dem Loot drin. So. Jetzt können wir... Die seltsame Frau blau mit Katzen. Du blinzelst mehrmals, nur um sicher zu gehen, dass sich deine Augen nicht täuschen. Was du da siehst, ist erstaunlich. Eine große blaue Frau sitzt auf einem massiven Marmorthron. Sie trägt lediglich eine Art von Federumhang und ihr nackter Körper ist mit Runen bedeckt. Ah, und sie wird von vier riesigen Katzen bewacht. Sie scheint dich nicht bemerkt zu haben. Sehr wohl aber die Katzen. Sie schnurren und lecken sich an den riesigen Tatzen, während sie dich mit ihren verachtungsvollen Augen anstarren. Okay, ich habe eine verborgene Bedingung erfüllt, oder die muss erfüllt sein. Ich glaube, ich schicke da mal die Alte hin mit ihrer Weisheit. 50 Punkte Mut. Die hat, glaube ich, jetzt hier im Moment die größte Weisheit. Was ist mit ihr? 44, 27. Da ist sie in jedem Fall besser. Nur mit dem Plündern. Obwohl, da ist sie immer noch dicht an den anderen dran. Die Katzen sind furchteinflößend. Du versuchst, die Frau aus sicherer Entfernung zu grüßen. Doch sie scheint dich nicht zu bemerken. Sie scheint sich eigentlich gar nicht zu bewegen. Du fragst dich sogar, ob sie vielleicht schläft. Du kannst dich nicht davor drücken. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du an diesen monströsen Katzen vorbei. Schreite selbstbewusst vor oder vergiss es vorerst. Komm, Mut. Mutprobe. Ja, gestanden. Du machst ein paar selbstbewusste Schritte auf den Thron und die lästigen Katzen zu. Die vier halten augenblicklich inne und fauchen dich an. Du bist in Reichweite der Pranken, doch komischerweise machen sie keine Bewegung auf dich zu. Du näherst dich sicher dem Thron und kannst die blaue Frau genau anschauen. Sie schläft nicht. Sie befindet sich in einer Art Trance, wobei ihre weißen Augen in die Leere starren. So, ich kann versuchen, sie aufzuwecken. Ich kann den Thron durchsuchen. Oder vergiss es vorerst. Also ich glaube, jemand, der so in Trance ist, den wecke ich nicht auf. Ha, und plündern hat auch geklappt. Du suchst die Gegend um den Thron der Dame in Blau ab, kommst dir aber nicht zu nahe. Und du findest tatsächlich etwas. Einen großen, flachen Stein. Wie so viele andere, doch irgendwie hat er Runen in eine Seite gemeißelt. Meine Depression sinkt. Mein Plündertalent steigt um 5. Du steckst den Stein in deinen Beutel und entfernst dich von dem Thron. Wenn du wieder im Lager bist, werden die anderen einen Blick darauf werfen wollen. Wenn es uns gelingt, diese Runen zu lesen, können wir vielleicht das Geheimnis der mysteriösen Frau lüften. Uraltes Wissen. Okay, und sie bleibt jetzt erstmal auch da. Warte auf die Nacht. Jetzt muss ich auf mein Aufgabenprotokoll mal gucken. Also das Lager ausbauen, die Insel weiter erforschen und auf den ersten Tribut warten und bei der seltsamen blauen Frau mit Katze. Na okay, das sind allgemeine Aufgaben und das sind spezielle Aufgaben. Das war jetzt hier wohl ein wichtiger Punkt.
Und ein anderer wichtiger Punkt ist, die Wasservorräte zu verbrauchen. Wir brauchen 5 Liter Wasser. Oh oh. Fünfeinhalb wären noch besser. 6 wären noch besser. So. Irgendjemand hatte doch noch genau da einen Stufenaufstieg. Wir könnten sagen, unerschrocken. Erfahrener Ernter. Kriegt also Ernten plus 10. Angehender Fischer. Minus 50% auf Jagderfahrungspunkte und 100% auf Angeln. Umgang mit Tieren und Erschöpfungsresistenz. Also wenn ich das wählen würde, müsste ich sie ja fischen schicken. Aber ich glaube, ich schicke die alte schicken. Oder was wäre das unerschrocken? Das war die Effektresistenz im Kampf. Plus 30%. Aber leichter einen kritischen Treffer kassieren. Nee. Wir machen hier den Ernter. Ach, guck mal, da ist noch ein Stufenaufstieg, den ich übersehen habe. Kritischer Treffer plus 3%. Athlet. Minus 10% Erfahrungspunkte. Und plus 25% auf Ausdauer. Nee. Stahlhaut. Gesundheit plus 2. Und Ausweichen minus 10. Plündern plus 10. Angehender Ernter. Ja, ich glaube, das verpasse ich hier mal. Die verrückte Völva. Okay. Dann wird es jetzt ein hungriger Abend, weil wir nicht wirklich viel zu essen haben. Ja, wir sind nicht allein auf dieser verfluchten Insel. Nur mit einem verrückten Tyrannen als Nachbarn. Wieso geht die Depression zurück? Weil sie einen Witz gemacht hat? Ich muss zugeben, dass ich einen Moment lang dachte, wir wären verloren. Jetzt besteht Hoffnung, auch wenn es nur ein Funke ist. Ach so, weil sie Verstärkung haben. Wir sollten trotzdem weiterhin vorsichtig sein. Verschenke unser Vertrauen nicht so leichtfertig. Wir sollten versuchen, ein wenig mit den Leuten zu reden, die wir in unser Lager aufnehmen. Ihre wahren Motive zu kennen, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Solange sie im Lager helfen, interessiert es mich nicht, mit ihnen zu plaudern. Du wirst auch helfen, Kari. Ich will nicht, dass du den ganzen Tag schweigst. Frick gab dir eine reizende Stimme, dann benutzt sie auch. Pff. Oh, gleich minus 10 Punkte. Mann. Und mit einem Lächeln, Kind. Jetzt kriegt er auch gleich noch minus 10 Punkte. Ah, du auch noch, Papa. Die Eltern machen sie krank. Denken wir daran, das ist unser Lager. Wenn wir jemandem nicht mehr trauen, können wir ihn ja jederzeit rauswerfen. Ja, mehr Menschen bedeutet auch mehr Probleme. Und weniger Fleisch auf dem Teller. Wir sollten unsere Strategie daher mit Bedacht wählen. Also, willkommen in unserem Lager. Wie heißt du nochmal? Ich habe es euch noch nicht gesagt. Warum sich die Mühe machen, sich ihren Namen zu merken? Sie wird sowieso schon bald tot sein. Ha! Wirf die arme alte Gudrun noch nicht ins Grab, kleines Mädchen. Ich habe schon so viele Mädchen und Jungen in deinem Alter überlebt. Boah, minus 20 gleich. Also dann, Gudrun. Was? Das ist dein Name, richtig? Okay. Sie ist wirklich nervig. Sei nett, sie ist alt. Du musst eine sehr ermüdende Reise hinter dir haben. Bitte fühl dich wie zu Hause. Mpf. Das nennst du ein Zuhause? Oh, naja, Kind. Du hast wohl wirklich niedrige Ansprüche. Ich hätte es aber wissen müssen, wenn ich mir anschaue, wen du da geheiratet hast. Boah. War. Gleich minus 10 Punkte. Die verkackt sich's mit allen. Psst. Lass sie ausreden. Sie hat den Verstand verloren, arme Frau. Das ergibt so langsam immer mehr Sinn für mich. Ich weiß von dem Horn. Heimdals Versteck. Unter dem
hochragenden heiligen Baum. Auf ihn ergießt sich vom Versprechen des Allvaters. Ein mächtiger Strom. Weißt du denn schon mehr? Was war denn das? Das, was du gerade Ach, egal. Wir werden jetzt Oma essen. Verstanden. Was? Wir werden jetzt Oma essen? Wir werden jetzt essen, Oma. Verstanden? Du brauchst nicht zu schreien. Du verschwendest deine wertvolle Energie, Kind. Also, wann essen wir hier? Wollt ihr die arme alte Gudrun etwa verhungern lassen? Alle da? Hört zu, bitte. Wir haben eine neue Einwohnerin auf der Insel gefunden. Seltsam. Blau, schlafend, nackt, oho, und sie wird von 4 riesigen Katzen beschützt. Sie sticht sicherlich heraus. Wir haben eine kleine Tafel neben ihrem Thron gefunden, mit Runen bedeckt. Lass mal sehen. Verstehst du etwas von diesen Runen, Moira? Es ist sehr alt. Sie sehen aus wie unsere Runen, aber in einer sehr veralteten Form. Glücklicherweise habe ich in der Heimat viele alte Tafeln gelesen, während du dich sonst worum getrieben hast. Also, was steht drauf? Es scheint so etwas zu heißen wie Wecke einen Gott, wenn ich mich nicht irre. Ein Fluch? Nein, nein. Eher eine Beschwörung. Pff, wo liegt da der Unterschied? Die Formel ist ziemlich einfach. Du solltest die Worte von dem Gott... Was? Du sollst die Worte vor oder von dem Gott aufsagen, den du erwecken möchtest. Hebe die linke Hand und sprich mit dem Herzen. Sprich mit deinem Herzen? Warum? Ist es ein Rätsel? Ha, das ist nur eine Redensart. Wir Menschen des Wissens nutzen sie, um die einfachen Leute zu beeindrucken. Du musst die Worte einfach laut und deutlich sagen. Und die Worte stehen auf der Tafel? Wenn du aufhören würdest, mich zu unterbrechen, hätte ich sie dir schon längst gesagt. Erhöre mich, O Thor, gerechter Herr der ruhmreichen Asen, Sohn des Odins, erwache aus deinem ewigen Schlaf und sprich zu mir. Das ist alles? Ja, das ist alles. Das scheint einfach zu sein. Öde. Einfach vielleicht, aber auch nicht. Das letzte Mal, als ich unter Thors Hose geschaut habe, hatte er 2 riesige Eier. Dann kann sie ja nicht er sein. Und wenn wir den Namen des Gottes, den wir wecken möchten, nicht kennen, ist die Aufgabe unmöglich. Wenn wir annehmen, dass sie eine Göttin ist, natürlich, dann müssen wir einfach raten. Lass uns eine Nacht darüber schlafen und bald nach ihr schauen. Ich will dem Ganzen wirklich auf den Grund gehen. Das könnte wichtig sein. Was, diese Angelrute wird uns nützen. Ich weiß nicht, ob es hier gute Angelplätze gibt, aber es ist ein Versuch wert. Wir sind alle Kinder des Meeres. Njords Wut ist schrecklich, aber er sorgt für uns. Eine Art Hassliebe. Du kommst mit mir, oder, Kari? Ja, Papa. Ich hasse Angeln. Sowas von öde. Man wartet nur und tut gar nichts. Du brauchst aber Fischköder. Ja, vergiss nicht, wirf keine verdorbenen Lebensmittel weg, auch wenn sie übel stinken. Wir können sie als Fischköder benutzen. Je stinkiger, desto besser. Hier, nimm das. Ich habe in den letzten Tagen ein paar hergestellt. Es ist ein Anfang. 5 Angelköder. Jetzt haben wir 13. So, jetzt werden wir gleich sehen, wie wichtig es ist. Ah ne, erstmal das Wasser. Das hat ja locker gereicht. Da bin ich sehr froh. Und jetzt das Essen, das wird tuffiger. 2 Käse, 4 Tomaten, 1 Milch und ansonsten vergammeltes. 5%ige Chance auf Übelkeit, 3% Chance auf Durchfall und 5% Depression. Und stillt nur 2 bis 5 Hunger. Also wir sind denn die 2 hungrigsten. Die beiden Schwestern. So, dann kriegt er nochmal die Milch. Und ihr gebe ich mal einen Drecksfraß.
plus ein Leiden. Okay, mehr Effekt hat das nicht. Das ist sehr gut. So. Dann sinkt die Erschöpfung bei allen. Und unser Feuer brennt ein Stück runter. Und wir haben weitere verdorbene Lebensmittel. Und haben einen weiteren Tag geschafft. Es bleibt bei sonnigem Wetter. Und wir werden morgen, beziehungsweise wir werden in 3 Tagen weitermachen. Und ich danke euch, dass ihr dabei wart bei Dead in Windland. Bis zum nächsten Mal. Denkt an den Daumen, denkt an das Abo. Bis denn, der Klabbi.